Hey Kinners, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Overwatch-Video. Wir haben hier, ich denke, wieder einen Cheater am Start, denn so wie der schon rumtingelt, oder sie, habt ihr das Crosshair-Placement eben gesehen? Also davor, bevor er die Gegner gesehen hat, ultra bad und jetzt on point! Aber wobei, oh, okay. Wirklich extrem niedrige Zielung, wie die Deutschen sagen würden. Wir behalten es mal ein bisschen im Auge. Ich will jetzt noch nicht großartig was sagen hier direkt nach der ersten Runde. Hat er eben den einen gesehen kurz oder er wartet schon in Double Door? Als wüsste er, wo er steht. Und dann wiederum sowas, ne? Man sieht ihn schon im Augenwinkel und da braucht er dann ewig. Okay. Alles klar, okay. Wow. Beim letzten, das sah irgendwie komisch gehittet aus. Die anderen, da war das Crosshair-Placement natürlich wieder on point, also positiv. Aber der letzte sah merkwürdig aus. Ich habe gerade gestern mit Forti gezockt und da sind mir auch einige edle Headshots gelungen. Und eben genau auf diese Art. Nicht einige, aber ein, zwei sind mir da gelungen. Eigentlich wäre auch jetzt eine Aufnahme gekommen oder ein Video von Forti und mir. Und zwar ein Surrender-Video, wo die Gegner surrendert haben, weil wir so krass unterwegs waren. Aber als ich den Magix reingeladen habe, hat mein PC Mucken gemacht und ist praktisch einfach ausgegangen. Und dadurch ist die Soundspur kaputt gegangen, komplett von dieser Datei. Man hört nur noch mich und Forti nicht mehr, egal was ich mache, ich kann nichts machen. Und unsere Gespräche waren natürlich auch der verschissene Hammer. Und deswegen, ja, ich musste das jetzt leider verwerfen, obwohl es echt eine geile Sache war. Gut, also ich würde sagen, Wallhack ist am Start. Dieses Wissen, er schaut da oben hin, er sieht, derjenige steht hinter der Box. Er achtet genau auf diesen Rose. Ja, also da kann jemand eindeutig durch die Wände blicken. Er weiß jetzt, dass der Kollege da oben kommt, beziehungsweise der Feind und naja. Aber ich bin doch noch interessiert an der Aim-Geschichte. Das Aiming ist so unglaublich bad, also zumindest hier am Anfang die ganze Zeit. Achtet mal gleich drauf, wenn er sich wieder bewegt. Okay, er chillt einfach. So, ich meine, es ist schon echt niedrig. Also wirklich sehr niedrig. So niedrig aimt niemand. Nicht der schlechteste Silver aimt so niedrig. Und das war wiederum total weak. Also ich meine, gut, er hat wahrscheinlich jetzt einfach versucht, seinen Warlock zu verstecken. Indem er da runterrennt und, oh, da ist jemand, ich spring schnell nach links oder so, ne? Aber passt mal auf, was er mit dem Close macht. Er weiß, dass da einer Close steht. Er will keine Schritte machen. Habt ihr das gesehen? Er ist so weit vorgegangen, dass man dann meinen könnte, ah, er hat seine Seite, seinen Ellenbogen oder was ist es gesehen. Jetzt ist es völlig legit, ihn abzuknallen. Also, ich würde sagen, dass da ein Waller am Start ist. Er schaut doch gar nicht auf Alang weiter oder so. Er hat den da hinten gekillt und ist sich ganz sicher, dass niemand mehr auf A oder auf Alang irgendwie verdeckt steht. Er springt einfach sofort runter und fängt an zu nudeln. Gut, vielleicht haben die Feinde den letzten, die Mates den letzten Feind gesehen und er wusste somit, wo er sich befindet. Aber, ich weiß es nicht. Ah, sie unterhalten sich wohl gerade, tauschen Waffen, okay. Bei Start sagt, es ist so auffällig, wenn du mit Orb spielst. Mit deinem Wallhack, nimm dir wieder eine andere Waffe. Ah. Guckt euch dieses Aiming an. Dieses Crosshair Placement, meine ich. Es ist zu brechen. Oh Gott. Ja. Es wirkt wie jemand, der das Spiel ganz frisch hat, der generell Ego-Shooter ganz, ganz frisch besitzt. Also wenn man viele andere Spiele spielt, ich habe schon mal drüber gesprochen, so wie Skyrim. Ich hab bei Skyrim mal darauf... Guck mal, wie er jetzt rumpimmelt. Ich habe bei Skyrim mal darauf geachtet... wurde er geneift oder wurde er erschossen von hinten? Da aimt man extrem stark, so eher Richtung Boden, weil er auch viel auf dem Boden rumliegt. Ne? Bei Spielen, wo du Sachen findest, aufheben musst und sowas. Da schaut man wirklich recht oft niedrig. Wie auch im wahren Leben schaut man ja auch nicht immer sehr, sehr weit hoch. Man guckt ja meistens so leicht schräg nach unten, vielleicht liegt der Geld auf der Straße oder so, man weiß es nicht. Aber ja, wenn man... Passt auf, Rose. Guck mal, jetzt ist er sich ganz sicher, dass da einer ist. Und dass jetzt aber keiner mehr links steht, ne? Keiner mehr links auf Ramp oben und so weiter, ne? Er weiß einfach genau, wo die Leute stehen. Er hat sie im Blick. Wortwörtlich im Blick. Schaut mal, er hat auch... Gut. Da hätte man jetzt sagen können, er hat auf Gehör geaimt, weil die AWP ja auch eben geschossen hat. Man könnte dann ungefähr anpeilen, wo er steht, aber ich denke, wir können uns sicher sein, dass das hier ein Wahlhackender ist. Ja, boah, dieses Crosshair-Placement. Das Tor des Mann! Silver! Monsieur Silver ist am Start.
Ich habe gerade bezüglich der Ranks was gelesen. Wie war das? Da war die Debatte, es ging darum, ist es schwierig, ja heutzutage auf hochzukommen wegen den Smurfern, Hackern. Dann kommt man mit Lobbys, mit Leuten in eine Lobby, die kacke sind oder halt, also nicht vom Aiming oder vom Skill her, die einfach menschlich gesehen Abschaum sind, ne, die dann rumflamen oder einfach gehen oder trollen. Und da hieß es dann, dass die oberen Ranks gar nicht so viel aussagen über einen. Alles über, keine Ahnung, was der Punkt da war, Doppel-AK, AK oder Goldnova, Master da irgendwie sowas. Also es hieß, alles was darüber ist, sagt nicht viel über einen aus, aber alles, was darunter ist, sagt über einen aus, dass man wirklich schlecht ist, wenn man so niedrig ist. So ungefähr wurde das, das war die Begründung dafür. Weil da unten, da ist man, wenn man da hinkommt, ist man schon, muss man schon wirklich schlecht sein, sozusagen. Aber weiter oben wäre mitunter Glückssache. Also dieser Kerl, der diesen Artikel geschrieben hat, meinte, dass, also an sich ging es um die Debatte, was braucht mehr Skill? CSGO oder LOL oder Dota oder was das war, ich weiß es nicht mehr. Und da hieß es halt, CSGO wäre viel, viel einfacher, wenn man wirklich dran bleibt, könnte man nach 2 bis 3 Monaten Easy Supreme erreichen. Und wenn ich an meine Erfahrung überlege, ich wurde direkt auch auf Doppel-AK eingerankt und war sehr schnell auf LEM. Also ich kann da eigentlich zustimmen. Ah, okay, es ist schon vorbei. Wenn man sich wirklich reinhängt und wenn man Glück hat mit den Lobbys, also keine Hundekinder am Start, ich sag mal direkt, wenn man einfach mit Premade spielt, dann kann man LEM sehr leicht erreichen, also wenn man halt nicht, ne, man kann LEM auf jeden Fall erreichen, Supreme auch. Dieser jemand meinte dann in seinem Artikel, Global wäre dann doch nochmal eine Sache, die vielleicht dann doch mehr Arbeit erfordert und mehr Skill. Aber an sich, wenn du wirklich monatelang jeden Tag spielen kannst, über mehrere Stunden hinweg, so wie ich es früher auch gemacht habe, dann kannst du also Minimum, was ich jetzt sagen kann, Doppel-AK und LE erreichen. Wenn du wirklich, ich sag mal täglich 2-3 Stunden spielst, dann geht es. So ging es zumindest bei mir, so ging es auch bei Kollegen von mir und so weiter und so fort. Und ich kenne genug jüngere Leute, die noch zur Schule gehen, ich lasse es übrigens mal so, und aufgrund dessen, dass sie eben zur Schule gehen und nicht arbeiten müssen, und sie kommen nach Hause, spielen ein paar Stündchen, machen ihre Hausaufgaben, spielen danach weiter und so, da wird man dann eigentlich von alleine gut, weil man ja so viel spielt und so viel Übung hat. Das ist, die Übung ist da eine ganz, ganz wichtige Sache. So, 7,5 Minuten, das ist wirklich sehr, sehr kurz. Aber das will ich noch kurz zu Ende machen. Ihr dürft euch hier kurz ein bisschen an den Skins ergötzen. Ja, und da hieß es praktisch, also dieses, der Thread, das Ende des Threads war, dass alle einig waren, dass in CSGO, dass es da viel, viel einfacher wäre, in den Ranks aufzusteigen, wie bei Dota oder LOL. Ich weiß nicht mehr, was das von beiden war. Es ist ja irgendwie, ich weiß, die Leute hassen es, wenn man sagt, es ist das Gleiche. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. So, kein Aber, ich weiß einfach nicht mehr, was es war. Bei diesen MMO-Bums-Ding-Spielen, wie jetzt zum Beispiel Dota, ich weiß, es ist kein MMO-RPG, aber sowas in der Art, MOBA, werden die, glaube ich, genannt, da ist es deutlich schwieriger, diese ganzen Items, verschiedenen Mischungen aus Kräften und Taktiken und abstimmen, wer welche Ding spielt und hin und her und auf welcher Lane und was weiß ich, da denke ich auch, dass es wahrscheinlich schwieriger ist, da wirklich richtig, richtig gut zu werden, weil es so unglaublich viele Aspekte gibt. Man darf natürlich auch nicht sagen, dass jetzt Shooter, CSGO an sich, sehr einfach werden, von wegen, du musst nur auf Kopf zielen und schon tot. Es geht dann natürlich auch sehr viel, vor allem wenn man mit Premates spielt, um Taktiken, wer wo spielt, wer welche Waffe spielt, wie man verschiebt, welche Taktik man ausführt und so weiter. Aber ich denke, alles in allem könnte man wahrscheinlich dann schon sagen, dass es in CSGO, wenn man sich wirklich, wirklich ranhält, dass es da einfacher ist, hochzukommen auf einen extrem hohen Rang, wie jetzt bei, ich sage jetzt einfach Dota, auch wenn es falsch ist, scheißegal, wie bei Dota. Da könnt ihr vielleicht auch eure Meinung dazu sagen, also jetzt speziell Leute, die möglicherweise oder am besten beides kennen, beide Spiele, die das vielleicht so ein bisschen einschätzen können. Ich selbst habe beides schon gespielt, Lola und Doll. Und ich fand es, also von der reinen Mechanik her, auch sehr einfach zu erlernen, aber diese ganzen Feinheiten zwischendrin, worauf man achten muss, was man wie und was, Lilium, Larum, und du musst jetzt das kaufen, danach kaufst du das, dann zielst du auf das ab, das fand ich schon echt ziemlich tricky. Vor allem, wenn man sich damit nicht beschäftigt, wenn man einfach die Zeit nicht hat oder sie sich nicht nimmt. Bei CSGO ist es da sicherlich nochmal ein bisschen einfacher. Naja. Ah, 10 Minuten 4. Achtung, mal gucken, wie viele Leute jetzt sowas schreiben wie, fick dich, du Bock, 10 Minuten gedrückt oder was. Die Leute wissen ja gar nicht, sie haben ja eh Adblock höchstwahrscheinlich. Sie merken gar nicht, dass ich noch nie Midrolls geschaltet habe. Also ob ein Video bei mir jetzt mehr als 10 Minuten hat oder weniger, ist irrelevant. Ab diesen 10 Minuten kann man eine bestimmte Art von Werbung schalten, und zwar diese Werbung zwischendrin in den Videos.
Das habe ich aber noch nie gemacht. Noch nie, noch nie, noch nie. Ich habe zwar schon drüber nachgedacht, aber ich will zumindest im Moment nicht, dass meine Videos unterbrochen werden zwischendrin. Ich denke, das kann jeder bestätigen. Jeder Edelmann und jede Edelfrau, die extra für mich den Adblock ausmachen, können bestätigen, dass in meinen Videos keine Pause kommt und irgendein Werbeblock anfängt, weil ich das nämlich nicht schalte. Also ist es bei mir gar nicht anzuwenden, diese 10 Minuten und nicht 10 Minuten Hans-Wurst-Kack-Taktik-Geschichte. Ich schalte schon immer die gleiche Werbung. Also entweder eine kurze überspringbare Werbung oder eine lange überspringbare Werbung und diese Bauchbinden. Und ich glaube, es gibt auch kurze nicht überspringbare, da bin ich aber gar nicht sicher. Das könnt ihr mir vielleicht mal schreiben oder ich gucke halt einfach später in die Einstellungen rein. Wollte ich nur noch mal kurz anfügen, weil sonst, es kommt wahrscheinlich trotzdem. Es kommen Leute, die klicken kurz rein, gucken die ersten 30 Sekunden und sagen, Alter, der hat 10 Minuten gestreckt, Hurensohn, voilà. Naja, okay, also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Livestream ist wieder am Dienstag. Ciao, ciao. Hey, wie ich gerade wieder in die nicht vorhandene Kamera gucke, Alter. Hey. Oh yeah. Oh yeah.